So, Freunde, das ist das zweite Paket von Pyroland. Wie gesagt, das ist, war ja meine Nachbestellung. Die ist als erstes gekommen. Deswegen packen wir die auch als erstes mal aus. Und wie gesagt, die Nachbestellung kam hier als erstes. Deswegen schauen wir gleich mal rein. So, dann haben wir hier als erstes, erstmal wieder schön verpackt, kann man nicht sagen. Haben wir hier als gratis Geschenk dann wieder die Wunderkerzen von Kaufland, wollte ich gerade sagen, von Pyroland. Gepackt hat das Paket Mia. Danke an Mia. Und dann haben wir wieder ganz viele Sticker, Aufkleber vom Pyroland. Und ja, dann schauen wir uns mal an, was hier drin ist. Verpackung, 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 Verpackung. So, Verpackung. Fangen wir an hier. Wir haben hier die Iconic Fountains von Gute Frage, nächste Frage. Fontänchen von Dingsterbums da. Ich glaube, das muss ich rausschneiden. Ach, Rubro. Die sehen ja lustig aus. Da sind so kleine, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, da sind so kleine Totenköpfe drauf. Also so Skelette. Wie gesagt, Iconic Fountains. Waren sehr günstig. Schauen wir uns einfach mal an, was die so können. Packen wir einfach ein Vorfreudeteil rein, denke ich mal. Was haben wir hier so Schönes? Ach, süß. Crazy Bees, 12 kleine Bienen, also die sind ja wirklich klein, also da muss ich jetzt mal einen rausholen. So, ach du Heiliger, sind die süß. Was ist das denn? Muss ich aufpassen, dass die nicht kaputt gehen. Oh, süß, Crazy Bees, 12 Stück, war bestimmt nicht teuer, aber süß. Ja, das ist dann eher so Klasse 1 und weil es aufsteigender Effekt ist, ist das dann Klasse 2. Ne? Ja, süß. So, machen wir weiter. Wir haben hier von Weco die Color Cracker, also Knaller mit Vorbrenner, rot und grün, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, also wieder nichts großartig Besonderes. Werden wir uns, denke ich, mal anschauen. Was haben wir hier? Dragon Thunder, 19 Schuss. Okay, also die Teile, weiß ich nicht, ob ich die bestellt habe. Aber das sind sozusagen die Multisalute von Bröckhoff, von damals, wer sie noch kennt. Ja, muss ich mal auf meine Bestellung gucken, ob ich die bestellt habe. Aber ich denke eigentlich, glaube ich nicht, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. So, dann haben wir hier Bombenrohre. Und zwar verschiedene, schön verpackt. Da kommen uns schon mal die neuen Pech und Schwefel entgegen. Ich weiß nicht, ob man das so in der Kamera sehen kann. Die mittleren zwei sind gelb und die anderen zwei sind orange. Das sind halt, wie gesagt, die neuen Bombenrohre. Habe ich mir gedacht, nehmen wir mal mit. Plastefuß hätte nicht sein müssen, aber ich finde die trotzdem gut, weil die gehen schnell in die Erde rein. So, dann haben wir hier noch... muss ich mal kurz gucken, was ist das für eins? Das BKS Alpha habe ich auch zweimal mitgenommen. 2,50 das Stück. Und die Checker Cracker von den Single Belts haben mich letztes Jahr so überzeugt. Die Ausbreitung ist echt fett. Da habe ich mir dann gedacht, okay, nehmen wir nochmal fünfmal mit. Ich glaube, bei der ersten Bestellung waren auch nochmal welche dabei, aber die Checker Cracker sind echt geil. Also kann man nichts gegen sagen. So, schauen wir mal weiter. Das Feuertanz, was es ja gab für 3,99 oder ja 3,99, kommt bei mir immer mit vom Keller. Finde ich immer noch toll. Ist wirklich eine schöne, schöne kleine Warmschieße Verpackung. Kommt gerade nicht auf den Namen, ihr wisst schon, was ich meine. Zum Warmzünden, zum langsam loslegen. Wie gesagt, 2 oder 3,99, also sehr günstig. Dann haben wir hier noch das von Komet, das Knockout mitgenommen. Auch weil es günstig war, ich glaube 3,99. Und für den Preis kann man sich das ruhig mal antun. Ich meine, es sind nur normale Böller, aber wir sind damals mit den Böllern aufgewachsen. Also von daher, ich weiß immer nicht, warum jeder so gegen die, ich sag jetzt mal, Rote Pest schimpft. Aber wir sind damit aufgewachsen und mir machen sie eigentlich immer noch Spaß. Ich bin eh nicht so der Böller-Knallkopf, sag ich jetzt mal. So, was haben wir hier? Von Vulcan, den Astronaut. Ein Schinken mit kleinen Mini-Crackern. Ja, ich mir einfach mal mitgenommen. Sehen schön aus. Was haben wir hier für ein EDM? Wir haben 80 Gramm auf 200 Stück, also wisst ihr Bescheid, 0,4 Gramm. Ja,
Also 80 Gramm ist nicht viel, kann man sich ruhig mal gerne in eine Vitrine stellen. Die 80 Gramm, die tun dann auch nicht weh. So, dann haben wir hier noch eine schöne Knallkette. Und zwar, ich hatte ja letztes Jahr die 90 Schüsser probiert, die waren ganz gut. Und dann habe ich mich jetzt dieses Jahr noch für die 500 Variante entschieden von Vulcan Fireworks. Einfach eine Knallmatte, 500 Schuss. War auch sehr günstig, glaube ich. Was ist günstig? Ich glaube 4 oder 5 Euro. Also günstig ist relativ. Dann haben wir hier einen Ersatzartikel. Und zwar habe ich die Detonation bekommen, weil ich die Knallkette, die Colpo oder die Wow Colpo 180 nicht bekommen habe oder die nicht mehr lieferbar ist. Ja, also wie gesagt, ist der Ersatzartikel dafür zweimal. Dann haben wir hier noch Happy Dragon Eggs. Das sind sozusagen die Presslinge, die jetzt in den Crackling Bolts drin sind, im 12er Paket. Dachte ich mir, nehme ich einfach mal mit. Ich weiß, die Lichtverhältnisse sind gerade nicht so besonders, aber was soll's. So, und dann haben wir nochmal diesen anderen Reuzen-Astronaut, auch von Vulcan. Hier sind 48 Stück drin. NEM haben wir hier 33,6 Gramm, also schon ein bisschen mehr. Und auch wieder, sieht halt schön aus. Und so ein bisschen Gramm NEM kann man sich ruhig mal in die Vitrine stellen. Denkt aber dran, es gibt ein Limit, was ihr in der Wohnung euch reinstellen dürft. Am besten sind immer Dummies oder halt so kleine Sachen wie jetzt hier 33 Gramm. Das fällt nicht ins Gewicht, da kann euch keiner was und da sollte es dann auch ganz gut sein für die Vitrine. Dann haben wir hier noch zwei verschiedene Dreiklang-Bombenrohre. Das ist hier der Glitterflitter. Ja, ich hoffe, das kann man alles so ein bisschen sehen. Den habe ich mir einmal mitgenommen und dann habe ich mir mitgenommen den Checker Quacker im Dreiklang. Die hatte ich letztes Jahr nicht. Wollte ich einfach mal jetzt ausprobieren. Dann haben wir für Deko-Zwecke noch einen 3-Inch. Ja, Pyroland weist ausdrücklich darauf hin, die von uns angebotenen Mörser ausschließlich an Sammler, Feuerwerksfreunde und Dekorationszwecken vertrieben werden. Jegliche Verwendung als Abschussgerät für Pyrotechnik unabhängig von Klasse und Baujahr ist Privatpersonen in Deutschland untersagt. Ja, das wollte ich euch gerade sagen, nur halt nicht auf Fachchinesisch. Ich habe mir das Bombenrohr geholt, das Abschussrohr für Dekozwecke. Ich habe einfach so, wenn man mal ein paar Stielblumen hat oder große getrocknete Blumen, kann man sich das schön mal in der Ecke hinstellen. Das sieht halt auch immer doch noch ein bisschen wertig aus. Ansonsten kann man vielleicht auch Raketen draus schießen. War, wisst ihr Bescheid. War hoch, relativ günstig, glaube 5 Euro oder so. Hallo. Sorry, das musste sein. So, dann haben wir hier noch ein zusammengeschustertes Paket. Da müssten noch ein paar Knauer drin sein. Ich kipp das jetzt hier mal so aus. So. Sieht ja lustig aus. Was haben wir denn hier? Hier haben wir die Summer Cracker Super Burner 2 von Katan. Zwei Pakete. Ja. Relativ weich. Wollte ich einfach mal mitnehmen. Einfach mal um ein Video draus zu machen. Das sind halt Einzelpakete. Ich habe keinen Schinken über dieses Jahr. Das war mir halt dann doch zu. Ja, was heißt zu blöde, aber. Wie gesagt, ich filme ja die meisten Knallartikel nur für euch ab, deswegen reicht für mich auch hier zwei Pakete. Hier das gleiche von Katan, die D-Böller. Auch wieder zweimal. Fühlen sich jetzt auch relativ weich an, aber werden wir den an Silvester einfach mal zünden, testen, probieren. Und zusätzlich haben wir noch zweimal. Was mich jetzt so ein bisschen stört, ist, dass Pyroland natürlich die Scanner-Etiketten hier drauf macht. Das hätten sie vielleicht auch auf der Rückseite machen können, aber. Nun ja, sind da die China-Böller A von Funke P1. So, dann haben wir hier noch ein paar Röhlis drin. Dann haben wir hier zum einen römisches Licht XL 15 Schuss. Kann man das so sehen? Ja, ich weiß ja auch nicht. So, hier sind zum Beispiel, hier kommt halt eine Murmel raus und die endet in Crackling. Deswegen ist es sehr interessant, da möchte ich euch mal einen Vergleich machen. Hier haben wir die normalen, hier sind nur zwei Stück drin, ein bisschen größkalibriger, ich glaube 16 mm, die normalen sind immer so 8 oder 12 mm. Ich will halt einfach mal einen großen Vergleich machen. Und hier haben wir halt die ganz normalen römischen Lichter XL, hier sind 12 Schuss drin, aber halt im 10er Paket. Ja, also ich weiß gerade noch nicht, wie rum die Kamera ist. Gut, die drei und dann haben wir noch von Vulcan Fireworks.
die haben mich irgendwie vom Aussehen her angesprochen. Das sind 30 Schuss Röhlis, bunte Röhlis und sehen halt wirklich so aus wie damals. Ne? Ja, kosten 5 Euro, glaube ich. Aber denke ich mal, sind lustig. So, gut. Dann packe ich wieder alles ein, bring's weg und dann sehen wir uns beim nächsten Paket.